Friede sei mit euch. Heute ist Sonntag, es ist wieder Lichtringzeit, der geht jetzt gleich los hier drin in der Kirche und ich wollte euch gerne vorher noch ein bisschen was erzählen von dem, was ich heute erst predigt habe. Ich habe heute eins meiner Lieblingsbücher mitgebracht. Es heißt Orthodoxie und ist nicht halb so dröge und langweilig, wie der Titel vermuten lässt. Geschrieben von einem Mann namens Chesterton, der schon 100 Jahre tot ist, aber unglaublich aktuell und spannend. Der beschreibt darin, wie er als Kind mit Märchen aufgewachsen ist und wie er sich als einen Bürger des Elfenlandes betrachtet hat und es irgendwie immer viel vernünftiger fand, im Elfenland zu wohnen als in der echten Welt. Ich lese euch mal ein kleines Stück vor. Es geht mir um eine bestimmte Sicht vom Leben, die mir durch die Märchen vermittelt wurde und die mir seitdem die Empirie treu und brav bestätigt hat. Sie lässt sich folgendermaßen formulieren. Es gibt bestimmte Abfolgen oder Entwicklungen, also Fälle, in denen eins aufs andere folgt, die im Sinne des Wortes rational sind. Sie sind im Sinne des Wortes notwendig. Dazu gehören mathematische und rein logische Abfolgen. Wir im Feenland, die wir die vernünftigsten aller Geschöpfe sind, räumen diese Rationalität und Notwendigkeit ein. Wenn zum Beispiel die hässlichen beiden Schwestern älter sind als Aschenputtel, dann ist in einem ironischen, schrecklichen Sinn Aschenputtel notwendig jünger als die hässlichen beiden Schwestern. Da gibt es kein Entrinnen. Wenn Hans der Sohn eines Müllers ist, dann ist ein Müller der Vater von Hans. Die kalte Vernunft verfügt das von ihrem schrecklichen Thron und wir im Feenland beugen uns ihr. Wenn die drei Brüder alle auf Pferden reiten, dann sind 6 Tiere und 18 Beine im Spiel. Dies ist wahrer Rationalismus und das Feenland ist voll davon. Als ich indes über den Zaun des Elfenlandes hinaussah und von der natürlichen Welt Notiz zu nehmen begann, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Ich stellte nämlich fest, dass gebildete, brillentragende Männer von empirischen Ereignissen, der Morgendämmerung, dem Tod und so weiter, wie von logischen, unausweichlichen Vorgängen sprachen. Sie taten so, als wäre der Umstand, dass Bäume Frucht tragen, genauso notwendig wie das Faktum, dass 2 Bäume und ein Baum 3 Bäume ergeben. Aber dem ist nicht so. Nach Maßgabe des Feenlandes, und das bedeutet nach Maßgabe der Vorstellungskraft, besteht zwischen beidem ein gewaltiger Unterschied. Niemand kann sich vorstellen, dass 2 Bäume und einer nicht 3 ergeben. Hingegen lässt sich leicht vorstellen, dass Bäume keine Früchte tragen. Es lässt sich ohne weiteres vorstellen, dass goldene Kerzenleuchter oder mit dem Schwanz an den Ästen hängende Tiger auf ihnen wachsen. Die bebrillten Männer redeten ständig von einem anderen Mann namens Newton, dem ein Apfel auf den Kopf gefallen war und der ein Gesetz entdeckt hatte. Aber den Unterschied zwischen einem echten Gesetz, einem Gesetz der Vernunft und dem bloßen Faktum eines fallenden Apfels vermochten sie nicht zu gewahren. Wenn der Apfel Newtons Nase traf, dann traf Newtons Nase den Apfel. So sieht wahre Notwendigkeit aus. Wir können uns das eine Ereignis nicht vorstellen, ohne uns auch das andere vorzustellen. Dagegen können wir uns sehr wohl vorstellen, dass der Apfel Newton nicht auf die Nase fiel. Wir können uns vorstellen, dass er eifrig durch die Luft segelte, um die Nase eines anderen zu treffen, die eindeutiger seinen Anstoß erregte. In unseren Märchen treffen wir stets diese strikte Unterscheidung zwischen der Wissenschaft geistiger Beziehungen, die wirkliche Gesetze kennt, und der Wissenschaft physikalischer Tatsachen, die keine Gesetze kennt, sondern nur eigenartige Wiederholungen. Wir glauben an leibhaftige Wunder, aber nicht an geistliche Unmöglichkeiten. Wir glauben, dass eine Bohnenranke zum Himmel hinaufwachsen kann, aber das erschüttert nicht im geringsten unsere Ansichten in der philosophischen Frage, wie viele Bohnen die Zahl 5 ergeben. Ein kleiner Auszug aus diesem sehr, sehr großartigen Buch, was ich euch ans Herz lege. Und ich will heute erzählen, dass ich glaube, wir Christen sind auch Bürger von einem Elfenland. Wir leben nicht in Märchen, sondern in den Geschichten der Bibel. Und die sind in dem gleichen Sinne wahr, wie Märchen wahr sind. Nicht indem sie logische Tatsachen zu behaupten versuchen, sondern indem sie uns eine geistige Heimat bieten, indem sie unseren Horizont weiten und indem sie uns eine Welt zur Verfügung stellen, in der wir zu Hause sein können und die anders funktioniert als
viele andere Menschen die Welt wahrnehmen. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum Jesus Gleichnisse erzählt hat. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis vom Kaufmann, der die Perle unbedingt haben will, das Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr. Weil er das, was er sagen wollte über das Reich Gottes, überhaupt nicht in physikalischen Formeln hätte ausdrücken können. Dann hätten ihn die Leute und hättet ihr ihn für verrückt gehalten. Und darum ging es ihm überhaupt nicht, sondern es ging ihm darum, eine große Geschichte von der Welt zu erzählen, so wie Gott sie sich gedacht hat. Eine Geschichte, in der Menschen sich zu Hause fühlen können und eine Geschichte, die uns lehrt, anders zu denken, andere Zusammenhänge zu sehen und die kalten Tatsachen, an die andere Leute glauben, nicht ganz so ernst zu nehmen. Diese Welt, in der wir leben dürfen, diese Welt der Geschichte von Gott und seinen Menschen, ist eine, in der zum Beispiel Jesus nicht sagt, kommt her zu mir alle, die ihr nützlich seid, arbeitet für mich, bekommt dafür Lohn, sondern in dieser Welt sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen. Nicht, weil ich euch bräuchte, sondern weil ich euch erquicken will. Ich will euch erquicken. In dieser Welt sagt Jesus nicht, ich suche mir einen Thron und eine Armee, um zu regieren, sondern er sagt, ich diene euch. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er vermehrt den Wein auf einer Hochzeit. Solche Sachen. Also Dinge, die den Gesetzmäßigkeiten der Welt total zuwiderlaufen, die weder Gewinn abwerfen, noch den Gesetzen der Physik entsprechen, aber die was ganz, ganz Wichtiges darüber sagen, wie die Welt wirklich ist, nämlich gut von Gott geschaffen. Und wer wir wirklich sind, nämlich seine Kinder, für die er alles tun würde. Und von Chesterton habe ich gelernt, die Welt, meinen eigenen Verstand und die Gesetze der Physik nicht ernster zu nehmen als Gott. Und als die Tatsache, dass ich sein geliebtes Geschöpf bin. Das wünsche ich euch auch heute Abend. Behütet euch Gott. Ciao.